Hallihallo, Hallöchen, Freunde, ich bin Skiddy und jetzt komme ich, also jetzt, genau jetzt, nichts anders jetzt. Jetzt kommt ein weiteres kleines Mod-Tutorial über einen netten kleinen Mod, und zwar Elemental Arrows. Elemental Arrows fügt neue Pfeile hinzu mit verschiedenen Fähigkeiten. Ja, werde ich euch alles gleich in-game zeigen, was die verschiedenen Pfeile können. Fünf sind es an der Zahl und ein neuer Bogen. Ja, als erstes brauchen wir den Modloader von Kizugami und den Mod selber. Da gehen wir hier erstmal auf Download, egal was ihr wollt, Adfly oder Download Direct. Direkt. Adfly würde ich machen. Ich finde Kizugami toll, kann man unterstützen. Ja, downloaden. Habe ich schon gemacht, muss ich nicht mehr. Und auch Elemental Arrows hier downloaden. Brauche ich auch nicht mehr, habe ich auch schon gemacht. Ja, wenn euch das gedownloadet habt, könnt ihr es euch mal auf den Desktop ziehen. Nehmen wir mal hier. Zack. So, die beiden Ordner habt ihr. Dann geht ihr in eure Punkt Minecraft mit, indem ihr unten auf den Startbutton geht und Prozent App Data Prozent eingibt. Dann, wenn man da ein Prozentzeichen eingeben würde, Prozent, dann kommt ihr da in euren Rooming Ordner und dort ist die Punkt Minecraft. In den Bin Ordner Minecraft Jar öffnen mit einem Entpackungsprogramm Binrar Archiver als Beispiel. So. Da sind wir. Wenn ihr einen Meta-Inf-Ordner habt, löschen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Als erstes nehmen wir den Modloader. Dort nehmen wir erstmal alle Dateien, markieren wir alle und ziehen sie hier rein. Okay. Und dann nehmen wir den Arrows Mod. Da nehmen wir auch alle Dateien inklusive des Ordners und ziehen sie auch hier rein. Auch okay. So. Dann haben wir das Ganze schon installiert und den Rest werde ich euch in-game zeigen. Wir sehen uns nachher. Machen wir weiter mit dem In-Game-Teil. So, da unten seht ihr schon die neuen Pfeilarten. Einmal den Explosions-Arrow hier in meiner Hand, den Lightning-Arrow, den Feuer-Arrow, den Fire-Arrow, den Egg-Arrow und den Ice-Arrow. Natürlich gibt es ja auch hier noch den zweiten, den Bogen, den neuen, den Diamantbogen. Ich zeige euch jetzt erstmal das Craften und dann geht's weiter mit den Fähigkeiten der einzelnen Pfeile. So, das Ganze geht ganz normal wie bei normalen Pfeilen, in der Mitte den Stickies und unten Federn. Nur die Spitzen, die wir sind halt anders. Ja, der Ice Arrow. Der wird mit Schneebällen oben als Spitze gecraftet hier. Also Feder, Sticky, Schneeball, ein Ice Arrow. Mit Kohle oben dran bekommt man ein Feuer Arrow. Also Feder, Sticky, Kohle, Feuer Arrow. Mit Gunpowder oben drauf bekommt man ein Explosions Arrow. Also Feder, Sticky, Gunpowder. Mit Eiern oben drauf bekommt man ein Egg Arrow und mit Diamanten obendrauf bekommt man ein Lightning Arrow. Ja, das waren die Arrows und dann gibt es ja noch einmal den Diamantbogen hier in meiner Hand. Den craftet man wie folgt. Oben in der Mitte ein Diamant, rechts, nee, links in der Mitte ein Diamant und unten in der Mitte ein Diamant und an den Seiten jeweils Strings. Dann bekommt man so einen Homing Bow, wie das so schön heißt. Und was der kann, werde ich euch gleich zeigen. Ja. Das Ganze wird dann normal gecraftet wie ein Bogen. Also kein Unterschied. So, fangen wir an. Ich schmeiß jetzt erstmal die anderen hier hin, damit das keine Verwechslung gibt. Ja. Also, fangen wir mit dem Explosions-Arrow an und der kann eigentlich das, was der Name schon sagt, ja, ordentlich Krawumm machen. Da, wo er auftrifft, kommt halt eine große Explosion. Damit kann man ein bisschen seinen Spaß haben. Ist noch nicht sonderlich teuer. Ja. Explosions-Arrow. Jetzt nehmen wir uns mal hier noch einen. Mal gucken, welchen wir bekommen. Alle? Schön. Als nächstes nehmen wir mal den Lightning Arrow. Der macht auch das, was der Name sagt. Er verschießt Blitze, da wo er auftrifft. Wie man sieht.
auch ganz witzig, aber auch relativ sinnlos. Ja. Das war der Lightning Arrow. Als nächstes nehmen wir den Egg Arrow und der ist wirklich ganz witzig. Der Egg Arrow sorgt dafür, dass die Monster, die Gegner, die um einen herum spawnen, zu folgendem werden. Zu Hühnchen. Das heißt, man kann jeden Gegner einfach zack zu einem Hühnchen machen. Ist ganz nett. Ja, ist wirklich ganz nett. Gut. Das wäre der Dingsbums, der Egg Arrow. Dann hätten wir noch den Feuer Arrow. Was mir gerade fehlt, ist der Ice Arrow. Ich weiß nicht, wo der geblieben ist. Aber egal. Der Feuer Arrow macht das. Was ähnliches. Ja, er zündet eben den Block, wenn da die Person an, die er trifft. So, brennt schon, dann nehmen wir dich. So. Zack. Brennt er. Ja, ist jetzt vielleicht nicht so effektiv wie die anderen. Aber ist auch ganz nett. Ist aber auch nicht so teuer. Ich meine, Kohle hat man öfters. So. Dann fehlt ja nur noch der Ice Arrow, aber den finde ich, den habe ich irgendwie nicht mehr. Doch, da sind sie. So, die Ice Arrows, die machen auch das, was sie sozusagen aussagen, was der Name schon sagt, was auch so sinnlos wäre. Sie sorgen dafür, dass Zombies oder eben alle anderen Monster, die sich um einen herum befinden oder die man halt antrifft, zack, die können sich dann nicht die können sich dann nicht mehr bewegen, wenn man sie antrifft. Auch wenn man sie jetzt hauen würde. Bleibt doch mal aus meinem Inventar hier. So. Wenn man die jetzt damit trifft, wenn man sie trifft, kann man sie können sie sich nicht mehr so bewegen. Sie sind nur total langsam, bleiben stehen. Auch wenn man sie schlägt, sind halt total langsam. Basis der Eis. Ja, das war der Ice Arrow. Und jetzt zeige ich euch nochmal kurz den, was der Homing Bow, der Diamant bogen kann. Es ist sowas wie ein Auto-Aimer. Mit dem kann man irgendwo hinschießen und er trifft automatisch Monster. Egal wo sie stehen. Deswegen, das sind das normale Pfeile. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da das Hühnchen getroffen, da ein Zombie. Oder wenn ich jetzt einmal hier hinschieße, da den Zombie, wieder den Zombie. Also ist ganz praktisch. Quasi ein Zielsuchbogen. Ja. Und das war's von dem Mod. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Keine Ahnung, wie es euch liegt. Und dann würde ich mal sagen, arrivederci und auf Wiedersehen.